Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Eurotruck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich stehe hier noch in Kopenhagen bei der Werkstatt und die Aufnahme ist, wie gesagt, jetzt am 6. Februar und wie vermutet beginnt prinzipiell ab heute für mich in der Theorie das Valentinstags-Event 2024. Allerdings geht's hier mit Fahrten vom Event erst nächste Woche los. Das Event geht prinzipiell noch bis morgen, wenn das Video rauskommt. Nicht viel Zeit, es sind nur insgesamt 9 Tage, die das Event dauert. Wenn ich mich da jetzt nicht verrechnet habe. Also ich startete ja vom 6. und geht bis zum 18. Vor Mitternacht. Und es ist nicht viel Zeit. Es sind 14 Aufträge, die wir fahren müssen. Das heißt, ab nächster Woche werdet ihr dann die Fahrten, die ich da gemacht habe, sehen. Und für mich sieht es so aus, dass ich wahrscheinlich exakt 7 Tage habe für die 4 Fahrten. Für die 14 Fahrten. Vielleicht ein bisschen mehr in ATS, muss ich nochmal schauen, ob ich dann in ATS halt ein bisschen mehr aufnehme, also ich ATS aufnehme, ATS, ATS und dann nicht im Wechsel. Wir fahren, würde ich sagen, dann nach Litauen, 868 Kilometer, ja, nach whatever, ich versuch's einfach mal, nach Panevėžys. Wahrscheinlich falsch, wenn ihr es besser wisst, gerne verbessern. Motorroller fahren wir 10,5 Tonnen, so, für knapp 40.000, fahren wir mal. Und fahren wir mal los. Bisschen Fähre wird es auch noch geben, dann wollen wir mal. Genau, das heißt dann ab Montag, also in 2 Tagen, geht es dann los. Erst in ATS, dann ETS 2, dann auch mit 9 LKWs. Sprich, ich werde dann zumindest, nein, ich muss noch nicht rein, ich werde dann erstmal nicht mit dem Actros fahren. Mit welchem ich dann fahren werde, mit welchem LKW in ETS 2 und welchem ATS, das weiß ich noch nicht. Das werde ich gleich nach dieser Aufnahme für mich dann Community-Beiträge machen, beziehungsweise erst einen Beitrag für ATS und dann, wenn der ausläuft, dann für ETS 2. Los! Sprich, für die Zukunft sollte ich das auf alle Fälle auch im Auge behalten. So, dann, hallo, dann wollen wir mal drauf. Ja, gut, streng genommen 1200 Kilometer, allerdings fahren wir ein bisschen Fähre. Von daher fahren wir jetzt von Kopenhagen über die E6. Dann wechseln wir bei Helsingborg auf die E4. Fahren die E4 nach Linköping. Fahren dann weiter und ja, bei Stockholm geht's dann Richtung Fähre. Und dann von Windau nach Ponevis, wie es jetzt deutsch wäre. Aber ich bleib mal bei Panevėžys. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen und dann beim nächsten Video dann wahrscheinlich deutlich besser. Wenn ich vorher nochmal nachschaue. Demnächst rechts abbiegen.
Ich gebe ein bisschen Vollgas. Biege nach rechts ab. Okay. Ich dachte, der Return bringt mich runter. Aber scheinbar nicht. Die Ampel bekomme ich jetzt aber nicht. Und dann rechts abbiegen. Die werde ich garantiert nicht bekommen, die Ampel. Oder? Nee. Biege nach rechts ab. Der Retarder ist funktionstüchtig, aber er wollte mich gerade nicht runterbremsen. Zumindest nicht, wie ich wollte. War ich auch schon weitestgehend erfolgreich, auch wenn ich irgendwie zwischenzeitlich nicht mehr damit gerechnet habe, weil es einfach so crazy war, was alles wieder für Scheiße passiert ist. Okay, 80, aber egal, wir fallen da eh gleich runter, dann bleiben wir bei der 50. Aber ich hatte ja heute den Termin wegen 9 Persos, der ich glaube letztes Jahr im August ausgelaufen ist. Und jetzt kann ich aber auf 80. Ich glaube, es ist ja 80 zumindest. Fahren wir schon mal mit 80 hier auf den Bahn. Das sind 80. Sehr gut. Habe, wie gesagt, ein Perso war dann halt da. Also, hatte den Termin. Habe mir dann gedacht, okay, ich muss eh noch ein Passfoto machen. Und das heißt, ich muss dann zum Automaten. Whatever, wie auch immer voll das sein wird. Weil das Witzige ist, ich habe einfach mal online geschaut und dann stand so, ja, hier. Weil ich mir dachte, mir okay, wahrscheinlich kann man da einfach wieder so hingehen, aber schon mal vorher nach, weil wegen Corona und so ein Scheiß. Was da alles ist, ob die da irgendwie was Neues gemacht haben, whatever, neue Richtlinien, dies, das. Hab dann bei der Stadt geschaut und für mich stand das eigentlich so explizit so, ja, okay, wenn man den Perso. Mein Gott, wie langsam wollen wir fahren? Ja. Allerdings bin ich mir gerade unsicher, ob jetzt ich jetzt gleich links durchbrettern kann oder rechts. Ich glaube, es war nämlich hier rechts und mit 30 und so. Deswegen bleibe ich mal bei den 65 erstmal. Genau, bei der Stadt stand online so von wegen, ja hier, wenn man den verlängern will, dann sollte man eine Terminvereinbarung machen. Online, dann habe ich mir online einen Termin geben lassen. Ich glaube, im Grunde genommen wäre das auch besser gewesen. Allerdings hätte man. Also in dem Sinne war es schon gut, weil ich jetzt so. Komme ich jetzt hier durch? Ich glaube schon, oder? Ja, das sieht mir danach aus. Ja. Genau, also ne, online hatte keine Wartezeit. Es wäre auch ohne gegangen, weil ich es richtig gesehen habe. Dann wäre es halt nur anders gewesen. Man hätte auch vor Ort ein Ticket ziehen können und dann weiterverfahren können. Allerdings habe ich mir das nicht genau angeschaut, weil ich hatte ja einen Termin. Habe mir nur angeschaut, wie das Weiterfahrerverfahren ist, wenn ich jetzt einen Termin habe. Dann dachte ich mal deswegen, okay, ich weiß, ich habe den Termin um 12. Stehe um 10 auf. Und fahre dann. Na gut. Ich dachte mir, je nachdem, fahre dann so zwischen 11 und vielleicht Viertel nach 11 los. Einfach Sicherheit selber, weil das ist ja schon so eine Sache. Da sollte man nicht zu spät kommen. Also es wäre zumindest empfehlenswert. Ansonsten muss man halt nochmal warten, bis wieder ein Termin frei ist.
Jetzt zumindest was die Terminfreigabe betrifft, die halt, glaube ich, auch anderthalb oder zweieinhalb Wochen, glaube ich. Ne, anderthalb? Anderthalb oder zweieinhalb Wochen war erst der erste nächste freie Termin für die Terminvereinbarung. Es war auch echt nicht voll, es war super leer. Was ja super leer, es waren schon Leute da, aber es war, keine Ahnung, Viertel bis zwei Fünftel voll, wenn überhaupt. Ja, bin also los. Bin losgekommen, glaube ich, um 35 oder so erst. Dachte mir auch schon so, okay, wird eng werden, weil ich brauchte eine Viertelstunde laut Google Maps. Habe ich im Endeffekt auch gebraucht. Allerdings waren erstmal die Schranken unten. Zu einer Zeit, wo sie eigentlich gar nicht unten sind. Wo sie eigentlich schnell wieder oben sind. Und irgendwie waren sie auch unten, aber es kam kein Zug und dann gingen die Schranken wieder hoch. Es war aber eine super lange Schlange. Dann, ne, Verkehr, dies, das, anderes, musste man erstmal, also ich weiß nicht, wie viele Meter sich das angeschaut hat, vielleicht. Okay, wenn das 100 Meter sind, dann vielleicht 150 Meter Stau wegen der Schranke. Also erstmal hinterher geschleicht. Hat natürlich angefangen zu regnen, was auch super war, wo ich mir dachte, toll, das könnte fürs Foto witzig werden, wenn dann die Haare nicht mehr so sind, wie ich das jetzt geplant habe. Aufgrund der Mütze, damit die Haare nicht nass werden. Bzw. der Kapuze. Also dahin gerast, dann noch jede Menge Trantüten gehabt, sowohl Autofahrer als auch Fahrradfahrer. Bei der Autofahrerin, da dachte ich, okay, wenn du mir jetzt, also abgesehen davon, dass die teilweise so langsam gefahren ist, dass ich hier fast hinten drin gehangen habe, am Nummernschild, das quasi abgeleckt habe fast. Also normalerweise würde ich da die Strecke mit 30 bis 25 fahren, aber dank ihr war ich teilweise bei 14 und 12, weil sie, naja. Abbiegen wollte, aber irgendwie einfach nicht in der Pötte gekommen ist. Nur damit dann zwei, drei Minuten später Seitenstraße, Nebenstraße, dann Ausfahrt rechts nehmen. Ich vom Bulli erstmal komplett ausgebremst wurde und der dann, nimm die Ausfahrt rechts, ja, zurückgesetzt hat. Und ich dann schnell auf den Bordschirm im Rad springen musste. Wenn solche Bullis halt zugekleistert sind hinten und irgendwie keine Rückfahrkamera haben. Verstehe auch nicht, warum die teilweise so zugekleistert sind hinten mit Werbung und so einem Quark. Also, ne, klar, kann man haben, aber warum über die Fenster, sodass man nicht mehr rausgucken kann? Ja, da war ich halt da, dann bin ich erstmal geschaut, wo ich wohin muss. War es, glaube ich, 51 oder so. 12 war ich ja den Termin. Also erstmal, und da habe ich erstmal nach einer Box gesucht. Also quasi so, ne, ich weiß nicht, ob ihr das noch so kennt. Wobei wahrscheinlich schon, wenn ich mir so die, boah, ist das demografisch? Statistik, whatever, anschaue, dann werdet ihr das auf alle Fälle kennen. Na, halt so eine Fotobox, wo man reingeht, Vorhang zumacht, dann die Fotos schießt. War hier nicht gewesen, es war alles irgendwie so, keine Ahnung, so, es war vom Gefühl her, war das wie so
bei den Wahlen, wenn man wählen geht, dass dann einfach irgendwie da so eine Box aufgebaut wurde, die sogar noch spärlicher aufgebaut wurde. Wobei, Moment, beim letzten Mal, wo ich wählen war, da war es ja, war das eigentlich vergleichbar. Also es war, also ich kann mich noch erinnern, dass es teilweise sogar so war, dass man halt wirklich solche Boxen hat, wie man teilweise auch aus, ich glaube, wie das in Amerika teilweise ja noch ist, wo in der Vergangenheit war. Aber beim letzten Mal war es, glaube ich, bei uns eigentlich auch eher, eigentlich so ein rundes Ding in der Mitte, wo man dann, keine Ahnung, 5 Leute gleichzeitig hatten dran wählen können, da. Also, da noch klar mit Papier und so, aber davor war das noch mit Boxen. Ich weiß auch nicht, ob es daran lag, weil es halt eine andere Wahl war. Aber auf jeden Fall war es halt einfach nur so eine Wand mit einer Info, also wo relativ zerknittert drauf gezeigt war, wie die Fotos sein müssen, was man machen muss, so hinstellen, Fotos machen, bevor man dran ist, also bevor man den Termin hat, und das danach quasi halt so 5 Euro Gebühr dann im Büro da gemacht wird, das addiert wird, so gesehen. Und ich hatte dann den Zeitrock, also ausgezogen, dann vor die Kamera gestellt, Deutsch ausgewählt und so weiter und so fort. Und dann hieß es ja, okay, für die folgenden Bilder sofern sie Brillenträger sind, müssen sie die Brille abnehmen. Ich weiß halt jetzt nicht, weil ich halt dann dachte, ja, okay, gut, dann nehme ich die Brille ab und lasse die Fotos von mir schießen. Ich weiß halt jetzt nicht, ob es irgendwie war so von wegen, okay, eine Foto mit Brille und die anderen ohne oder whatever. Konnte ich halt nicht mehr lesen, was dann da stand, aber wahrscheinlich war das irgendwie so, okay. Keine Grimasse ziehen, weil da kommen noch 2 Fotos. Gehe ich mal von aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich danach, als ich ja noch ein bisschen Wartezeit hatte, also ich glaube, ich war dann 55 fertig, hatte dann noch, glaube ich, 10 Minuten insgesamt, bis ich aufgerufen wurde, bis meine Nummer aufgerufen wurde. Und auf dem zerknitterten Zettel, Plakat, besser gesagt, war dann halt trotzdem noch ein Foto mit jemandem, der eine Brille auf hatte, wo auch ein grüner Haken war, aber okay. Ist dann halt so, dann habe ich jetzt 8 Jahre lang, glaube ich, ist es ja, ein Foto mit mir ohne Brille. Das Einzige, was ein bisschen sad ist, beziehungsweise sad sein wird, ist, dass man halt den, glaube ich, diesmal halt komplett abgeben muss. Wobei, zumindest beim letzten Mal musste man den ja auch nur mitgeben, damit er entwertet wurde. Und dann konnte man den behalten oder, also quasi in Anführungszeichen, selber schreddern oder schreddern lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie es halt jetzt ist. Ich würde ihn ja schon gerne mitnehmen, einfach so, damit man halt so wieder quasi so bildliches Andenken hat, wie man vor zu dem Zeitpunkt halt aussah. Und das Einzige, was mich jetzt echt nervt, ist, dass man einfach nicht die Wahl hat, ob man jetzt einen elektronischen oder einen alten Pass hat, bis er Perso haben möchte, weil die neue Scheiße ist halt absoluter Mist. Allein von der Aktivierung her haben wir das durchgelesen, gemacht und war falsch. Also nicht bei mir, sondern bei den Muttern, und ja. Weil es falsch war, musste es halt nochmal irgendwie zuschicken lassen. Und da man den Rotz aktivieren muss und 2 Tage später dann erst hingehen kann, fuckt mich das dezent ab. Also ich hätte lieber die Wahl gehabt,
Und wäre dann, hätte er mir deinen alten geholt, oder? Also von mir aus auch mit, keine Ahnung, mit dem Fingerabdruck Scheiß drauf oder so. Wenn das da drauf gedruckt ist, keine Ahnung. Aber der elektronische Mist, der kann mir eigentlich gestohlen bleiben. Wenn man da irgendwie Perso irgendwie Immer geradeaus. ein Perso Foto oder so ein Kram haben muss, dann mach mich mal, dann scannt man den Scheiß halt ein und das war's, aber. Also ich bin echt null Fan von dem neuen Perso. Allein nur wegen der Aktivierung. Also. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Machen wir das mal. Und beschleunigen wieder. Ich habe jetzt so lange gequatscht, dass wir jetzt in. War das jetzt Linköping oder. Ich Jönköping, ich glaube Linköping war das, ne? Was schon hier sind. Und während des Brabbelns den Kaffee ausgetrunken. Sind wir schon hier? Ja, okay, wir sind in Jönköping. Linköping war dann. Im Süden. Alles im Süden, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe zumindest im Gehirn gespeichert, dass das im Süden war. Ah, never mind. Okay, wir sind erst hier. Ich dachte, wir wären schon bei Linköping. Dann sind wir erst bei Jönköping. Okay, also sind wir doch gar nicht so weit, wie ich dachte. Also, wie ich jetzt gerade gedacht habe. Immer geradeaus. Aber natürlich doch. Wahrscheinlich werde ich dann in diesem Fall einfach mal den Spieß umdrehen und meine Mutter nach Hilfe fragen bei sowas. Normalerweise ist es immer umgekehrt, ne? Da kommen immer die Eltern und Großeltern und sonstiges dann. Zu den Kindern und Enkeln und voll nach technischer Hilfe fragen. Aber in diesem Fall wird es ja andersrum sein. Was ich aber auch noch machen, also ne, um wieder kurz noch zurück zum Thema zu kommen von ITS, 2 ATS und dem ich weiß nicht, Hall Valentines Event oder wie auch immer das heißt. Heißt das so? Hall and Hearts heißt es. Also zum Hall and Hearts Event, da werde ich. Wahrscheinlich werde ich hier in ETS 2 einen Kredit nehmen müssen. Nochmal. Ich glaube, das. Also was heißt nochmal? Also ich glaube. Nee, es ist kein Kredit mehr. Ne, doch, es ist noch ein Kredit offen sogar. Okay. Also ich werde wahrscheinlich noch einen Kredit nehmen müssen. Ich meine, ich kann mir sogar noch einen Kredit nehmen. Ich werde wahrscheinlich. Ich muss mal gucken. Also, ich muss halt für den LKW dann, der von euch gewünscht ist, dann mir ein. Für den halt den Kredit nehmen. Aber halt muss er halt auch berechtigt bedenken, dass ich auch. Also wahrscheinlich werde ich den dann halt nicht tun, sondern einfach, also nicht, was heißt nicht tun? Ich werde den wahrscheinlich nicht tun können. Es sei denn, ich nehme mir mehr Kredit natürlich, ne? Wäre natürlich auch eine Überlegung, dass ich mal mehr Kredit nehme. Und ich brauche halt 20.000 für den Paintjob.
Und 5000 wären natürlich noch angenehm fürs Tanken. Und sonstige Vorkommnisse. Für die erste Fahrt. Aber ja, also da werde ich auch noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen. Ich habe schon ganz vergessen, dass ich hier doch den Kredit offen habe. Ich habe gedacht, ich hätte den zurückgezahlt. Weil ich habe den gerade eben auf dem Schirm gehabt und als ich mir dann dachte, okay, auf dem Profil hatte ich einen Kredit, dachte ich mir, okay, vielleicht habe ich ihn ja schon zurückgezahlt. Aber nee. Hätte ich mir eigentlich auch denken können, weil eigentlich ist das Hall & Hearts Event eigentlich das erste Event, wo ich wirklich Geld verdienen kann. Hier in ETS 2. Davor hatten wir das Cruising Balkans Event, da war es halt, ne, weil man halt eher nur punktuell unterwegs war und jetzt also quasi nur im Westbalkan und danach im Balkan. 80 soll ich mal auch einstellen. Mittlerweile jetzt. Die 50 war eigentlich in Ordnung wegen des Unfalls, dass man ein bisschen langsamer vorbeifährt. Da waren ja auch, glaube ich, nur die Aufträge so von 13.000 bis 20.000 Maximum. Ja, drunter. Und gut, beim Christmas Winterland Event war es halt ja auch, ja, eher so im 5.000 bis 8.000er Bereich. Beziehungsweise im 3.000 bis 8.000er Bereich. Von daher war das ja auch da nichts mit Geld verdienen. Ja, also, wenn man es mal so betrachtet, ist das Hall & Hearts Event gerade eigentlich ziemlich gut, auch wenn ich für das Hall & Hearts Event auch nochmal zumindest ein bisschen Geld investieren muss. Vielleicht 50.000, vielleicht 100.000, je nachdem. Immer geradeaus. Muss ich mal schauen, ob ich jetzt die Events, ob ich die Umfragen jetzt 48 Stunden laufen gelassen habe oder 72 Stunden. Denn unter Umständen, denn eigentlich brauche ich für die Umfragen halt auch wieder zwei Anläufe. Ich glaube, 48 Stunden ist besser für die Kurzfristigkeit, wenn ich ATS. Wobei, es ist ja gerade Dienstag für mich. Also wir haben ja noch den 6. Am 7. bekomme ich für die Woche, wo das Video rauskommt, dann den neuen Schichtplan. Sprich, dann weiß ich, wann ich in dieser Woche mehr aufnehmen konnte von Hall & Hearts. Wobei eigentlich diese letzte, also die Woche für mich, also wobei eigentlich letzte Woche eigentlich sogar noch besser ist, weil ich halt am Mittwoch und am Donnerstag nicht allzu lange arbeite, aber das Problem ist halt die Umfrage durch. Danach muss ich halt wieder bis 20:30 und Sonntag halt hätte ich wieder so ein bisschen mehr Zeit, allerdings auch nur vorher. Ich glaube, da ist es 72 Stunden laufen. Zweimal so gesehen. Ja. Bleibt mir glaube ich nichts anderes übrig. Gut, ATS ist nicht das Problem, da haben wir Kohle genug.
Da sind wir ja bei. Haben wir die Millionen ja gerade geknackt, nur um sie dann wieder so ein bisschen zu losen. Allerdings für die Aufträge, die sind ja auch. Oh Gott, das mit den Aufträgen ist ja echt brutal für immer drauf. Die Aufträge sind ja in ATS 2 Stunden und dann noch am selben Tag ATS auf, ETS 2 aufnehmen. Puh, ja, eigentlich ist es sogar echt gut, dass ich gerade so viel im Voraus aufgenommen habe. Also, dass ich jetzt quasi 2 Wochen im Voraus bin. Weil ich glaube, ich werde das dann so machen. Also, ich werde die Zeit dann wirklich nutzen müssen. Also, ich werde heute noch 1, 2, wahrscheinlich 3, vielleicht auch 4 Videos. Oder sogar 5 Videos. Bearbeiten. Und auch am besten schon ins Rendern schicken, damit ich den großen Zeitaspekt auch weg habe. Dass ich dann, sobald die Umfragen durch sind, dass ich dann wahrscheinlich wird das so darauf hinauslaufen, dass ich von ATS, dass ich ATS in 3er-Abschnitten aufnehme, die Folgen. Wenn ich zumindest an den Tagen, wo ich arbeiten muss, dass ich quasi vor der Arbeit halbe Stunde oder so aufnehmen, halbe Stunde, Stunde. Also ich in der Pause nochmal so ungefähr halbe Stunde, dreiviertel Stunde aufnehme. Und natürlich dann nach der Schicht, je nachdem wie halt meine Schicht ist, dass ich danach dann nochmal aufnehme. Um danach, also wahrscheinlich halbe Stunde, dreiviertel Stunde, nochmal halbe Stunde. Und danach halt dann ATS voll auf, ETS 2 dann durch aufnehme. Bleibt mir, glaube ich, da nichts anderes übrig. Also es ist ja, es ist schon, also je nachdem, wie halt die Folgen sind, ne? Also wenn das jetzt irgendwie eine Stunde Folgen sind, dann geht's halt in, ne, Vorderschicht, nach der Schicht, Vorderschicht, Pause und nach der Schicht, ansonsten halt Vorderschicht, in der Pause, nach der Schicht und nochmal nach der Schicht. So, wir sind mittlerweile bei Södertälje. Angelangt. Und an den Tagen, wo ich halt mehr Zeit habe, also wo ich halt nicht arbeiten muss, dann werde ich mindestens 2 Folgen aufnehmen. Vielleicht habe ich ja 3. Ich bezweifle es. Wahrscheinlich wird das bei 2 Folgen bleiben. Deswegen, weil es halt nur 14 Tage sind, weil es nur 7 Tage sind, prinzipiell, die ich Zeit habe und es 14 Fahrten sind, wäre schon gar nicht mal so verkehrt, weil ich dann am Sonntag zumindest schon mal eine Fahrt aufnehme vor der Schicht und dann die andere Fahrt nach der Schicht, dass ich dann den Puffer habe, dass falls es durch irgendwelche Umstände nicht dazu kommt, dass ich 2 Videos an einem Tag schaffe, dass ich nur 1 schaffe oder so. Also ich dann zumindest so ein bisschen bisschen mehr Sicherheit habe, ein bisschen mehr Puffer. Dementsprechend wäre vielleicht ein 48-Stunden-Ding von den Umfragen doch besser. Ja, ich glaube, es ist besser. Dann kann ich am. Dann kann ich. Nee, morgen nicht. Also, dann kann ich für mich dann quasi diesen Sonntag schon mal aufnehmen. Sprich für euch letzte Woche Sonntag, weil ich schon angefangen aufgenommen zu haben. In dem Fall. Wenn das so klappt. Schleudigen wir wieder auf 80. Bitte rechts halten. Interessant. Beim Screenshot gerade machen, auch wenn ihr den wahrscheinlich nicht wirklich seht, mitbekommen, dass hier irgendwie hier auch so ein Fotopunkt, also quasi so ein Screenshot-Punkt ist. So ein Wahrzeichen, allerdings ist es halt nicht auf der Karte markiert. Ah, damit ist wahrscheinlich die Brücke gemeint, wovon ich hier ein Foto gemacht habe, von dieser Brücke, von dem Abschnitt, und das hat dafür. Ich bin verwirrt. Ja, okay.
Ich habe die Brücke fotografiert, ohne sie fotografiert zu haben. Erster Aufhalt in Stockholm hier auf dem Profil. So, dann gehen wir runter auf 45. So, 40. Biege nach links ab. So stark wollte ich jetzt auch wieder bremsen. Man kennt es ja mittlerweile. So, und ab zum Hafen. Biege nach rechts ab. Was ein bisschen früh abbiegen können. Beziehungsweise die Kurve einschlagen können. So, dann gleich mit 70 weiter. Zum Vierer-Anleger. Und dann geht's. Ich glaube doch. Gehst du schon direkt nach Litauen rein? Schon. Wir werden dann gleich sehen. Ja, ja, ich freue mich echt schon auf das. Was war das? Nordic Horizon DLC? Da fahren wir wieder ein bisschen mehr hier in Skandinavien. Ich glaub, das war, glaube ich, Nordic Horizon. Jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. Freue ich mich beim Meditieren. Ja, es war Nordic Horizons U50. Es war Nordic Horizons. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann werden wir dann entweder mit einem Scania wie hier oder mit einem Volvo fahren. Immer geradeaus. Das steht schon mal fest. Das heißt, also Vorfahrtgewehr sieht anders aus, Kollege. Also, einmal im Kreis fahren, alles klar. Sprich, je nachdem. Okay, wahrscheinlich wird es auch zwei Umfragen geben. Weil es wahrscheinlich mehr als. Ja, es sind mehr als fünf. Ich glaube, es sind fünf Auswahlmöglichkeiten, gibt es ja, glaube ich, also sechs bei der Umfrage. Vielleicht mache ich das dann für die Umfrage dann einfach, weil es klar ist, dass ich dann entweder einen Scania oder einen Volvo fahre. Wo ich da einfach nur die Modelle euch vorgebe. Also sprich nicht das Truck-Modell selber, sondern halt den, das also nicht die Firmen quasi als Dings erst vorgebe, sondern direkt schon das Truck-Modell selbst. Und da es mehr als 6 sind, werde ich es wahrscheinlich nicht über YouTube machen, sondern über was auch immer dann nochmal an Drittanbieterseiten ist. Und dann den Post quasi als den Link dann im Community-Beitrag dann posten. Dann wollen wir müssen langsam mal tanken, ne? Dann geht's direkt sogar nach. Nee, es geht nach Lettland und von Lettland fahren wir dann nach Panevėžys in Litauen. Dann wollen wir mal 1110 Dollar, Dollar, Euro zahlen, 8 Stunden Fahrzeit. Dann müssen wir auch nicht mehr pennen in Lettland, sondern dann pennen wir während der Fahrt und dann können wir in Litauen, nachdem wir abgeladen haben, uns aufs Ohr hauen. Ja, es ist 4 Uhr in der Früh. Dann wollen wir mal von der Fähre runterfahren. Ankunftszeit ist jetzt in 4 Stunden, sprich gegen 9 Uhr
zur Eastern European Summertime. Ach ja, schön hier mit der Fähre. Schön mit dem. Ja, das gucken wir uns einmal, wenn wir auf der Gegenfahrbahn, von der Gegenseite kommen. Wenn wir quasi hier zurückfahren, dann schauen wir uns den Viewpunkt an. Ach, wenn ich eigentlich hier 50 fahren darf, fahre ich hier einfach mal mit 30. Einfach nur, weil er sich passend anfühlt. Da wir ja doch jetzt gerade auf dem etwas aktiveren Gelände unterwegs sind. Machen wir mal das Licht eigenständig an. Denn im Actros geht das ja nicht. Das vergesse ich immer wieder und dann muss ich wieder Strafe zahlen. Ich bin einfach zu sehr daran gewöhnt, dass ich in. Dass es bei dem Volvo FNL automatisch geht. Ich bleibe links, aber wir müssen nicht links abbiegen. Ach ja, hier waren wir auch schon öfters. Also ich weiß von nicht, ob ich hier. Klar, war ich hier schon. Nee, war ich nicht. Ich war ja zumindest in den Staffeln schon gewesen. Also in der letzten Staffel, in der Staffel 4. Ja, 4 muss es gewesen sein. Dann geht es ja, glaube ich. Okay, nochmal links halten. Ich wollte sagen, gleich geht es ja rechts auf der Autobahn, aber nee. Stimmt, wo geht es denn jetzt hier weiter? Wie fahren wir denn jetzt hier? Haben wir noch gar nicht geschaut. Wir fahren die A10. Bei Riga wechseln wir auf die A5. Quasi beim Ring um Riga. Dann geht es auf die A7, die zur A10 in Litauen wird. Man ist aber schon da. Dann sind wir da bei GNT oder GNT. Wahrscheinlich GNT. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Machen wir doch mal glatt. Ich fahre jetzt mal mit 30 hier rum. Okay, der will abbiegen. Und wir wollen jetzt hier abbiegen. Hat ja wunderbar geklappt. Ah, das war hier die schöne, geile Brücke. Wo auch, ich glaube, Segelschiffe waren das ja, ne? Das Schiff. Und wo man dann auch die Schranke unten haben kann. Wo man erstmal warten muss, bis das Schiff durch ist. Ein sehr, sehr, sehr nices Feature, wie ich immer noch finde. Einfach atmosphärisch und so. Super nice. Demnächst links abbiegen. Und starten mitten in Litauen auch das. Biege nach links ab. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mit 30 jetzt um die Kurve rumfahren. Aber okay. Ein andermal. Demnächst rechts abbiegen. Dann fahren wir halt hier. Genau, dann fahren wir in der nächsten Folge. Starten wir wahrscheinlich hier. Also ich werde mich dann hier wahrscheinlich, wenn das möglich ist. Schauen wir mal, ob es möglich ist. Ob Paneveshis eine Werkstatt hat. Sieht ja nicht danach aus. Sprich, doch hat. Dann kann ich mich dahin teleportieren, bis wir dann eine Schnellreise dorthin machen. Und dann fahren wir von hier aus weiter. Mit dem neuen Truck dann. Muss ich dann mal schauen, was es denn für einer wird. Ob das denn ein. Je nachdem, wie die Umfrage dann ergibt, wäre das entweder ein gebrauchter LKW oder ein Neuwagen.
Kann halt beides sein vom Modell her so, ne? So, nach hier geht's weiter geradeaus auf J10. Da wollen wir auch hin. Für den Abschnitt jetzt, für den kurzen Abschnitt zur Autobahn können wir auch 80 fahren. Beschleunigen wir mal kurz. Oder es geht gar nicht auf Autobahn, kann das sein? Landstraße. Wir sind ja schon auf der A10. So wird zum Thema. Aber ein bisschen Landstraße, ist ja auch nicht verkehrt. Immer geradeaus. Und ich sollte auch hier entweder in Lettland oder in Litauen tanken. Denn der Tank, er neigt sich dem Ende. Wir haben noch Tank für 296 Kilometer. Wir haben noch 205 Kilometer. Es wird eigentlich reichen. Es wäre aber nicht verkehrt, wenn ich den Truck nochmal volltanke, bevor ich quasi den dann erstmal liegen lasse. Da fällt mir gerade auf. Ich gehe mal kurz auf die Garage. Okay, wir haben eigentlich keinen Platz. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier das Ganze in 180... Okay. Oha, das kostet 180.000. Wenn wir Toulouse aufrüsten, 100.000. Okay, das heißt, von winzig zu klein kostet 180 und das andere kostet dann von klein zu groß 100.000. Sprich, ich brauche allein 100.000 nur dafür. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich einen Kredit von 150.000 aufnehmen. Minimum 150.000er Kredit. Damit ich Platz für einen Truck habe. Und damit ich Geld, damit ich den Truck kaufen kann. Aber das Geld dürfte ich dann eigentlich wieder einfahren können hier im Hallen Hearts Event. Ich schätze mal, 7 Fahrten in ETS 2 werden dann so um die... Okay, rechnen wir jetzt einfach mal mit der Auftrag, den wir jetzt haben, rechnen wir einfach mal den 40.000. Immer geradeaus. Ziehen davon vielleicht die Kosten dann später nochmal ab. Gehen wir mal einfach von Kosten von 10.000 aus, oder 10 bis 15.000, dann wären wir bei 280.000 minus die, sagen wir mal, 15.000, oder sagen wir mal, es geht ganz schlimm aus, sagen wir mal 20.000, dann sollte ich 260.000 damit verdienen, dann sollte ich einen Kredit zurückzahlen können, Minimum. Ja, und das ist wieder mein Ausgangspunkt von jetzt. Dann haben wir wahrscheinlich wieder 40.000 auf dem Konto und noch Zahlungen an die Bank von wie viel auch immer, von ich glaube 5.888 im Monat, pro Tag. Aber das ist ja schämbar. So, ich darf jetzt nicht vergessen, wie in ATS war es ja, dass ich da eine Notfallbetankung machen muss, weil ich es einfach vercheckt habe, dass ich tanken muss, wo einfach keine Tanke zu dem Zeitpunkt gekommen ist. Aber ich glaube, hier sollte hier eine Tanke noch kommen. Ja, nach hier kommt eine Tanke, dass wenn wir auf die A7 wechseln, das passt. Beziehungsweise das sollte passen. Okay, die Kontrollleuchte leuchtet blau für die Tankanzeige. Genau, ich werde dann auf Alpha gleich noch kurz in ATS reingehen und mir dann eine Liste machen. Vielleicht mache ich schon mal eine Overall-Liste oder ein Dokument, erstelle ich ein Google Docs-Dokument, so ein Google Sheets-Dokument.
sowohl, dass ich dann eins habe für die Statistiken und dass ich dann in dem Dokument auch niederschreibe, welche LKWs ich habe und welche noch ausstehend sind. Vielleicht wäre gar nicht mal verkehrt auch. Also eins, was ich habe und dann was ausstehendes. Dass ich das dann einfach simpel erweitern kann, wenn dann ein neuer LKW for free drin ist. Wobei der dann for free ist, dann werde ich mir ja zumindest in einer Ausführung holen. Allerdings die anderen Ausführungen werde ich dann wahrscheinlich im Nachhinein mir erst dann holen können. Müssen. Gehen wir runter auf 30. Okay, 50. Oder 45. 45 ist angemessen. Und dann geht es wieder hoch. Auf 70. Zumindest für den Abschnitt jetzt hier. Aber schön hier die Landstraßen. In Litauen. Immer geradeaus. Ach, in Lettland. Wir sind noch in Lettland. Außerdem nicht in Litauen. 80 dürfen wir, okay. Bitte links halten. So eine 80, oder? Ja. Dann fahren wir natürlich auch 80. Bitte links halten. 70. Ich bin mal gespannt, echt, vor allem, weil das dann jetzt so viele Videos sein werden, also 14 Videos nochmal zusätzlich. Was dann so an Thumbnail-Bildern rauskommt, da bin ich mal sehr gespannt. Da ich ja jetzt für diesen Mod halt so experimentell mit Thumbnail-Bildern von der KI gerade arbeite. Von VidIQ. Jetzt bin ich runter auf 40. Weil es auch wieder so ein großes Ding, ne? 50 reicht, wir nehmen auch die erste Ausfahrt. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Dann haben wir hier vorne eine Tanke. Dann fahren wir mal kurz hier rechts, links raus und dann tanken wir eben. Bitte rechts halten. Ich muss aber tanken. Wir wollen nicht liegen bleiben, ne? Das wäre ja zumindest nicht nochmal. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Demnächst links abbiegen. Den wollen wir tanken für 1,66 Euro pro Liter. Sehr schön, einmal vollgetankt für 546 Liter für 907 Euro vollgetankt. Das ist doch schon mal angenehmere Zahl. Biege nach links ab. So, dann biegen wir links ab. Freie Bahn. Ich glaube auch eine freie Bahn, jawohl. Bitte rechts halten. Und jawohl, rechts halten. Dann wollen wir mal Hochbeschleunigung auf 70. Nee, 80 ist wieder drin. 65 Kilometer noch, wir sind so gut wie da. Und auf 70. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Dann sind wir auch gleich. Moment, sind wir schon in Litauen? Wir fahren ja noch nach Litauen rein eigentlich. Da müsste ja eigentlich Grenzübertritt sein. Da müsste man ja eigentlich merken, dass wir dann da sind. I guess. Vielleicht aber auch nicht. Doch, komm noch. So verwirrend, dass es einfach so nah ist. Aber der Grenzübergang kommt noch. Machst du aber nicht da.
aus. Denn sind wir auch schon bald. Ja gut, da ist ja klar. Aber genau, dann weiß ich, was ich gleich machen werde. Da war auch noch eine Tanke, aber ich glaube, das war die erste, die ich haben wollte. I'm confused. Ich weiß, er war hier lang. Und fahr nicht durch. Wenn man schon nicht gezwungen wird, dann kann man auch durchfahren. Schimpfentreubein. Ja, mit den schon gebundenen. Werde ich wahrscheinlich irgendwann auch nochmal dazu kommen hier in. Ich bin gerade wieder so ein bisschen am Landwirtschaftssimulator 15 gerade am Spiel, beziehungsweise 15. Einfach weil ich da zumindest auch mal den Spielstand haben wollte, den ich schon angefangen habe. Den quasi full voranbringen, so das Beste vom Besten haben und alle Felder und so. Bevor ich dann das in FS 19 dann mache, wo ja ein bisschen mehr an Sachen ist. Bei Nostalgie wegen wollte ich es erstmal in FS 15 machen. Weil ich auch alle Tiere und so weiter habe. So, weiter mit 70 und dann sind wir jetzt, biegen wir jetzt gleich links ab und dann sollten wir auch schon eigentlich in, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, in Pine Vashes sein. Aber im Kreisverkehr, ja, oh Gott. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ob ich rechtzeitig runterkomme, ohne dass ich selber in den Eisen gehen musste, rumkomme, ja. Panemeschis. Und nochmal ein bisschen raus beschleunigen. Noch zweimal links abbiegen und dann sind wir da. Fahre ich dann auch gleich noch zur Werkstatt. Ich möchte reparieren, muss ich zwar nichts, aber. Da starten wir die nächste Fahrt. Baltic Tourist 2 von 35. Das ist ja. Okay, ich war. Okay. Good to know, dass ich scheinbar noch nicht. Das kann auch nicht sein, oder? Ich war doch. Gab es nicht schon Staffel 4, als das draußen war und ich bin da durchgefahren? Weiß ich nicht. Ja, scheinbar ja nicht. I guess. Es wird sich ja nicht zurücksetzen auf jedem Profil. Wenn man das Achievement noch nicht hat. Demnächst links abbiegen. Dann bin ich jetzt umso gespannter, wo dann die Reise weitergeht hier in. Von Pane Veschis. Vom Hall and Hearts Event. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Also linksabbieger? Hallo? Biege nach links ab.
Wir sind heile angekommen. Das ist so richtig. Hast du gut erkannt. Wo müssen wir abladen? Einfach, alles klar. Dann laden wir das gute Stück ab und kassieren das letzte Geld, bevor wir wieder Krieg aufnehmen müssen. Das nächste Event. Ausgezeichneter Motorroller von Kopenhagen nach Panevesis geliefert. Eigentlich muss ich den auch Kopenhagen aussprechen, wenn wir mal ehrlich sind. Wenn ich das schon Panevesis ausspreche. Gefahrenstrecke 875 Kilometer, Dauer 1 Stunde, verbrauchter Kraftstoff 273 Liter, erledigte ETS-2 World of Trucks Aufträge 186. Insgesamt gab es dafür knapp 39.000 und 1.457 Erfahrungspunkte. Das sind jetzt gleich ungefähr 2/5 vom Level 24. Und dann fahren wir nochmal zur nächsten Werkstatt. Hauen uns da prinzipiell. Okay, einmal um Pudding. Hauen uns da tendenziell hin. Muss ich eigentlich nicht, weil ich ja nochmal eine Reise mache. Glaube ich. Genau. Reparieren muss ich den Truck ja nicht, der ist bei 0%, genau, dann beenden wir einfach die Fahrt da drüben. Ach ja. Na schauen wir mal, wohin die Reise dann im nächsten Video von geht. Also wir schauen jetzt nicht nach, aber wir schauen dann Dienstag schauen wir dann nach, wohin es geht. Und dann verabschieden wir uns auch erstmal von dem Bild Truck für die nächsten 14 Tage. Solange wie das Event eben halt dauert. Und ich denke immer danach, werde ich dann auch erstmal mit dem LKW weiterfahren, dass ich dann irgendwann den hier fahrend quasi genügend Kohle eingefahren habe, damit ich den restaurieren kann. Das hat ein gebrauchter LKW ist. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, was dann in dem Fall ein Event-Video sein wird. Beziehungsweise gut, davor kommt noch ein Morgen halt noch ein Opening, glaube ich. Aber Montag geht es dann weiter mit dem nächsten World of Trucks Event, was zu dem Zeitpunkt, wo das Video draußen ist, dann bereits zu Ende ist. Es sei denn, es wurde oder wird erweitert, verlängert. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.